Oh, gegen 1900er, geil. Chat. Gegen 1900er spielen wir jetzt. Und zwar auf On a Daily, ne? Wow! On a Daily. Kugel Butch. Okay. Nee, gar. Ach, ach Digga. Wie heißt denn das nochmal? Das ist nicht modern, das hat irgendeinen anderen Namen, Digga. Owen? Owen Defense, Chat? Ist das Owen Defense? Oder wie heißt der Quatsch? Owen Defense, oder? Der gute alte Owen ist es, glaube ich, hier. Da sind wir doch im Buche, mein junger Mann. Da sind wir doch im Buche. Wir entwickeln uns, da kennen wir gar nichts. Ich verliere hier gleich wieder einen Bauern, ich sehe es doch schon. Okay, wie verteidigt man den jetzt? Wir können halt auch nicht hier hingehen wegen Take, ne? Wie verteidigt man diesen Bauern? Real Talk. So? Das sieht so falsch aus. Das ist auch falsch. Weil jetzt kommt Take, Take und dann hängt der Bauer. Ich hasse diese Eröffnung, ne? Was macht man dagegen? Ich verliere immer einen Bauern hier. F3? Ey, ich muss F3 spielen, Jungs. Ganz ehrlich. Wir müssen F3 spielen, sonst hängt der halt immer. Zieh doch mal die Läufer gegen Owen Defense. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber muss man das echt machen, ja? Muss man das echt so machen? Krass. Krass. Aber wenn er jetzt hier rein nimmt, nehmen wir mit Dame, ne? Und dann gehen wir hier in den Queenside Castle mehr vielleicht sogar. Und dann wird es hier so ein sizilianischer Angriff hier mit der Struktur irgendwie. Also, ne? Er muss natürlich C5 noch spielen und alles, aber also von unserer Seite her sieht es schon ein bisschen so aus. Rookie, Schachspielerin. Aber vor allem wollen alle hier die und Kugelbuch zusammen sehen. Rookie, wie heißt denn du jetzt? Kannst du jetzt nicht antäuschen hier? Rookie, wie heißt denn du jetzt? Sir David, reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Denk einfach logisch nach, wenn es keine Theorie gibt. Machen wir doch immer. Logisch spielen können wir ja, wa? Wir sind ja, Logiker vom Beruf. Aber der braucht auch 3 Jahre hier, wa? Was kannst du eigentlich mit Bits machen, die du bekommst? Damit kann ich mir Sachen kaufen. Also Bits sind ja, ist ja einfach, Geld, oder? Ich glaube, das ist 1:1 einfach Geld, was du da bekommst. Ich weiß aber nicht, wie man da umrechnet. Frag mich nicht. Bei Owens musst du immer wissen, dass dein Springer auf C3 gepinnt wird und musst prophylaktisch Läufer D3 spielen. Läufer D3, um den Bauern zu deffen, ne? Da hat er jetzt aber lange für gerechnet, Junge, Junge. Kugel Butch is one of the world's best chess players. Haben wir doch schon dreimal durchgerechnet hier. Hä? Okay, was sehe ich denn jetzt schon wieder nicht, Digga? Okay, Take und dann kommt der Springer rein und dann? Dann greift er unsere Dame an. Aber das war's doch schon. Dann können wir doch einfach hier hingehen und pinnen den Springer, oder nicht? Digga, was hat denn der jetzt hier ausgerechnet, Junge? Komm ran. Keine Ahnung, was der hier rechnet. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der 1900er rechnet eine Runde. Schülerschlafrhythmus. Helen, gute Nacht. Gute Nacht. Und schlaf gut. Süße Träume. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sogar hier hingehen, ne? Dann gewinnen wir vielleicht direkt einen Bauern. Droht da irgendwas? Nee, ne? Wir machen mal den hier. Imagine, man hat einen Schlafrhythmus. Herr Paul, hast du nicht vor 2 Sekunden gesagt, du gehst schlafen? Weil du so müde bist? Was bist denn du jetzt für ein Troller? Du kannst doch jetzt nicht Helen hier so in den Rücken fallen, du kleiner 31er. Wir haben jetzt hier einen Schach, ne? Und das Schach sieht sogar basically deadly aus, weil er nicht mehr rochieren kann danach, oder? Ah, er kann ja den hier spielen, Leute, ich bin lost. Okay, das wird ein richtig lustiges Spiel. Das wird lustig. Weil diese Bauern sind ein bisschen strong.
Oh, den wollte ich nicht spielen. Scheiße. Fuck, ich wollte hier zuerst rausnehmen, AirTagged und dann hierhin. Das wäre 100-mal besser gewesen. Positionell, oder? Ah, Mist. Oh, einfach hier rausnehmen. Er nimmt gegen, wir nehmen hier, ne? Hitten die Dame. Wobei, dann nimmt er hier. Ja, gut, aber dann kommt Turm D1, oder? Ich glaube, das wäre gut gewesen, auch wenn er hier reinnimmt. Nee, war actually bester Zug, Pock? Als ob. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Wir müssten aber langsam mal castlen. Wir müssten langsam mal castlen. Wir machen jetzt mal den hier. Da steht der Springer ganz gut. Wir gehen hier und dann, weiß ich gar nicht, was wir dann machen. Wir castlen erstmal. Können wir castlen oder blandert das irgendwas? Blandert nichts, ne? Vielleicht sogar hier hinspringen. Um den hier abzutauschen mit dem Springer. Weil wir haben das Bischofpaar, ne? Aber die Stellung ist geschlossener als eine Veranstaltung. Können wir nicht bringen eigentlich. Können wir nicht bringen. Vielleicht A4. A4, A5 vielleicht. Schach geht auch immer, ne? Hol dir den Turm? Ah! Ist jetzt aber actually gar nicht so schlimm, glaube ich. Ich habe nicht so viel Kraft in den Fingern. Meine Maus lässt dann immer nach, glaube ich. Mach mal den. Wir greifen an. Komm schon, Tactics? 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 Für mich, oder was? Oh, meine... Ah, Tactics, ja! Wir gehen hier, ne? Wir gehen hier, wenn er nimmt, kommt der hier und dann skewern wir rein. Hier sehe ich doch was langes Schwarzes. Ein paar Fingercurls machen. Meinst du so? Aber ich hab ja nichts zum Greifen, Chat. Hab da was zum Greifen da? Ich brauch so einen Stressball. Ich brauch so einen Stressball. No sexual, genau. Ja, eigentlich full sexual. Hab heute meinen höchsten Wehr Leeches Elo erreicht. Von 1854, aber an dich komme ich nicht ran. Uff, Johnny from the Block? Also 1854 und 1858? Ist jetzt nicht der größte Unterschied, ne? Jetzt fragt man sich natürlich, ist das jetzt nicht der größte? Oder ist das eine Schwäche? Also, bleib am Ball, mein junger Mann. Im Stressball. Wir müssen die Position öffnen. Das müsste doch hier eigentlich unsere Idee sein. Linien öffnen, nennt man das auf Deutsch, Jungs. Linien öffnen. Linien öffnen. Aber wie machen wir das jetzt? Das Ding ist, wenn wir hier hingehen, dann pusht er mal gegen, ne? Wenn wir direkt C4 spielen. C4, er geht hier, wir gehen hier. Wie will er den denn deffen? Achso, hier? Kann er nicht. Wir spielen C4. Das habe ich jetzt so gelernt im Schach. Jungs, C4. Das habe ich jetzt so gelernt. Was macht er denn? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Okay, jetzt pushen wir einfach gegen. Wir schließen gerade die Position, das ist richtig unnötig. Ich habe irgendwie das Gefühl, der will meine Dame trappen. Kann das sein? Okay, Schach. Okay, das Schach sieht schon mal banger aus, ne? Dann kommt auch die Dame hier mal ein bisschen weg. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Wenn er den hier spielt, nehmen wir einfach gegen, ne? Und dann sieht es sehr, sehr gut aus. Weil dann haben wir nämlich auch Abzüge. Lass mal den spielen. Der sieht mega aus, actually. Wer dann nimmt, nehmen wir gegen und dann haben wir hier vielleicht irgendwie Schach. Er geht hier. Ja. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Vielleicht sogar hier Schach. Okay, wir gehen hier, ne? Dann hängt der erstmal der hier. Also wenn er hier hingeht, hängt der. Dann haben wir hier vielleicht Schach. Das sieht gut aus. Ich finde, es sieht gut aus. Unsere Dame steht Killer. Das funktioniert halt nicht, ne? Hier die Dame zu gewinnen, funktioniert halt nicht.
Okay, das funktioniert aber. Was sagt der Chat? 800 Elo-Butschi am Start, warum das denn? Jungs, wir stehen doch hier solide. Gegen 1900 da, solide. Alter, die geben mir alle auf heute, WTF. Am laufenden Band geben sie alle auf. Mann, Mann, Mann. Alter, ich hab mich verschluckt. Jungs, die geben alle auf. Irgendwas machen wir richtig heute, oder? I'm a chess fucking master. John Koch folgt mir jetzt. Uff, darf ich das sagen? Datenschutz. Ich werde gebannt. Angezeigt. Anzeige ist raus. Ihr seid solide. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Dame nehmen hätte auch funktioniert, aber gute Partie. Dame nehmen. Boah, und das, obwohl der hier so ein Quatsch spielt, ne? Owens Defense. Wir müssen da mal kurz reingucken. Das kann ich gar nicht glauben. Läufer D3. Bumsbauer, bist du noch da? Du hast recht. Und jetzt sogar zurück. Alter, das kann doch nicht sein. Okay, das war natürlich Quatsch. Ne? Der hat einfach nur die Ruhe geblendet irgendwie. Boah, crispy clean. Crispy clean. Oh, den haben wir gemouse-slipped. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Ey, das war doch voll entspannt, Jungs. Das war doch voll entspannt. Alles entspannt hier. Plus 9,5. Aufgegeben. 1900er.